Hey Leute, willkommen zurück bei GTA 3. Wir haben beim letzten Mal ein riesen Schiff in die Luft gesprengt. Ach, guck mal. Oh, da hinten, seht ihr das? Ein Regenbogen geht dort hoch. Jetzt geht er gerade wieder weg, wegen den Wolken. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Geil. Na, jedenfalls beim letzten Mal das Schiff hochgesprengt. Diese ganze Sache mit dem Spank, mit den Drogen oder was das sein soll, haben wir bereinigt. Und jetzt gehen wir zurück zu Salvatore. Schauen wir mal, was der noch zu bieten hat. Für Joey sind wir leider schon wieder zu spät dran. Sonst wäre ich nochmal bei dem vorbeigefahren und hätte mal geschaut, was der noch zu bieten hat. Huch. Nein, nein. Och Gott, och leck. Nein. Alter, verarsch mich nicht. Oh, hier oben hängt noch was. Physiktechnisch war es teilweise echt okay. Okay, Salvatore, dein Schiff ist kaputt. Der letzte Wunsch. It's my favorite cleaner. I'm proud of you, my boy. You kicked the shit out of those grease balls. I just got one little job for you before we can all celebrate. There's a car around the block from Luigi's Club. The inside is covered in brains. We gotta help some guy make up his mind and improve the little messy. Take it to the crusher before the cops find it. Ja, das ist doch easy, oder? Wagen abholen, ab zur Schrottpresse, weg damit. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich noch nie heil mit dem Auto hier irgendwo angekommen bin. Direkt nach dem Einsteigen, die erste Kurve. Die ist meine. Huch. Auch die ersten Passanten. Huch, da haben wir direkt noch einen Stern dazu bekommen. Wo war denn da der Polizist? Ah, der ist schon wieder weg. Ach du Scheiße, hier im Triadengebiet. Ach, genau. Unser Mafia-Bruder hat sich gerade... Das mit dem Wagen ist eine Falle. Scheiße. Ja, wer hätte das gedacht? Und jetzt geht's nämlich ganz, ganz, ganz woanders hin. Wir müssen hier ganz weit weg. Und fahren nochmal dahin, wo wir vor zwei Folgen gewesen sind. Wo ich noch ein Päckchen vermutet habe. Hau ab! Aber wir können auch hier lang. Ich habe die Nachricht gerade oben nicht wirklich durchgelesen. Ich weiß aber, was ungefähr drin stand. Wir sollen uns. Also, das mit dem Treffen, das war ein Fake. Das klappt so nicht. Er hat uns ein bisschen verarscht. Wir sollen halt hier hinter jetzt zu dem Steg fahren. Und dann schauen wir doch mal, wen wir hier treffen. Listen, Salvatore thinks that we're going behind his back. So, he was offering you to the cartel in order to make a deal. I couldn't let him do that. I mean, the worst thing is, it's all my fault because I told him we were an item. Don't ask me what. I don't know. Look, you're a marked man on the Mafia turf, and I've got to get out of here, too. I've seen too much killing, too much blood. Look, this is a friend of mine, okay? She's an old friend. It's so good. She's someone we could trust. Come on, enough of the speeches. We better get out of here before we get more hysterical Italians wanting less friendly reunions. Tja, da wollte uns Salvatore doch mächtig mal auf den Sack gehen. Und dann dürfen wir auch das erste Mal mit dem Boot fahren. Das war auch so eine Situation, wo ich mir dachte, boah, das ist geil, was ist denn hier alles noch möglich? Und die Steuerung ist auch gar nicht so verkehrt. Könnte man hier auch noch rausschießen? Nee. Okay, da haben das die Kleine dann nochmal gerettet. Von der kam diese Nachricht. Und jetzt kommen wir auch rüber auf die zweite Insel. Da hinten links, da lag schon ein Päckchen. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, müssen wir... Okay, auf die Seite. Konnte ich gerade nicht so erkennen anhand der Karte. Hier liegt fast an jedem Steg irgendwo ein Päckchen rum. Schon, dreh die Bude, ja! Das Aussteigen aus dem Boot war immer sehr gefährlich damals, weil es dafür keine Animation gibt. Da musst du halt wirklich dann so rausspringen und hoffen, dass du nicht im Wasser landest. Asuka and I are gonna have to talk. Why don't you go cruise around? You'll need a place to lie low. There's a warehouse at the edge of Belleville that should suit your needs. Come back here to my condo when you're ready, and you and me can have a little chat.
Jo, ich komme, um uns zu unterhalten. Ich komme, damit wir uns unterhalten können. So rum. Uns zu unterhalten, das wäre falsch in dem Sinne. Da ist auch ein kleines Speedboot. Ich schau gerade mal, war hier auch ein Päckchen? Nee. Da hinten. Oder? Wird es uns nur nicht angezeigt, weil wir... Oha, zu weit weg sind. Also auf dem Boot schräg rechts von uns, da ist auf jeden Fall eins. Hier ist schon mal keins. Okay. Jetzt sind wir auf der zweiten Insel. Hier werden uns jetzt wieder ein paar Sachen angezeigt. Das Ammunition, das Paint Spray. Und A für diese Azuki oder wie sie heißt. Azuka. Hinten stehen auch nochmal Banshees rum als Wagen, als Autos. Hier steht später ein oder zwei. So, was kommt denn da für eine Nachricht rein? Zahlen, Bestpreise für Neu- und Gebrauchtwagen. Bringen Sie zum Kran. Ach genau, da hängt noch so eine zweite Liste aus. Dort, wo wir die Garage haben, da ist noch ein Kran irgendwo und da hängt noch eine zweite Liste aus. Oh, hier wird sich schon geprügelt. Ich steck mal die Waffe weg. Wir wollen ja nicht direkt wieder negativ auffallen. Oh, hier wird auch geschossen. Braucht man ein Auto. Ah, das ist doch super. Das ist zwar auch eine alte Krücke. Aber lieber schlecht gefahren als gut gelaufen. Hier rechts haben wir ein Parkhaus. Das ist später auch noch ganz wichtig. Hier links ist dann gleich um die Ecke unser neuer Unterschlupf. Und auch da. Da haben wir sogar eine. Da haben wir sogar eine Garage mit zwei Parkplätzen. Hier rennen. Ich weiß jetzt nicht, hier rennen hier die Triaden rum oder. Ne, ich glaube die Mafia ist ja auch unterwegs. Ja. Ach, komm schon, schießt uns doch nicht ab. Alter Schwede. Wir holen uns erstmal ein Päckchen. Das habe ich auch sehr, 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 sehr lange gesucht damals. Weiß ich noch. Ich weiß gar nicht. Das ist mir mal durch einen ganz dummen Zufall aufgefallen, weil ich immer nie irgendwo nach oben geschaut habe. Schon gar nicht auf Brücken. Hier ist es. Päckchen Nummer 30, was bekommen wir. Die Granate. Da bin ich jetzt einfach mal runtergesprungen. Ach nee, hier diese ollen Holzköpfe. Die schießen auf uns. Zu welcher Fraktion gehören die denn? Oder war das sein Päckchen? Meine Fresse, ey. Hier ist ja was los. Deswegen sollte man eigentlich von Anfang an irgendwo die Taxi-Mission und so weiter erledigen. Solange man noch keine Feinde hat. So. Hier ist auch nochmal ein wichtiger Punkt für später. Wir holen uns hier hinten gleich noch ein Päckchen. Steht der Wagen schon hier rum? Können den ja mal mitnehmen. Ja, geht sogar. Barracks All. So, ich nehme jetzt erstmal grob noch ein paar Päckchen mit, die ich gerade noch im Kopf habe. Halt hier nicht. Hier am Stadion rechts ist eins. Oder nicht, Quatsch, hier sind sogar zwei. In eins oder zwei sind hier. Wir sammeln erstmal die Päckchen ein. Würde ich sagen. Irgendwo hier links in der Nische. Ich glaube links von dem großen Eingang, also auf der anderen Seite. War das? Ich lasse mich aber trotzdem gerne täuschen, falls es hier schon kommt. Na, wo ist es? Wo ist es? Nö, ist tatsächlich auf der anderen Seite. Mann, ich dachte es mir fast. Da haben wir einen Stern gesehen. Ups. Hä? Moment, also hier oben auf der Treppe war doch eins. Oder nicht?
Genau. Gibt auch einen Trick, wie man da reinkommt. Dazu ganz später mehr. Ich hole jetzt mal ein anderes Auto, was ein bisschen kleiner und wendiger ist. Ein Bus. Ne, den hier hinten. Vor uns da hinten gleich die Feuerwehrwache. Wer ein Feuerwehrauto braucht, der wird dort fündig. Aber hier war doch noch was irgendwo. Bin doch nicht blöd. War hier echt nichts? Das kann doch nicht sein. Na gut, lassen wir erstmal. Da hinten, hier vor uns ist eine Baustelle. Da wird man auch noch zwei finden. Hier ist auch noch eins. Ach, wir fahren noch mal ein paar Meter zurück zum Krankenhaus. Was übrigens eine beliebte Station ist für Leute, die eine Taxi-Mission fahren. Die fahren, wollen immer alle gerne zum Krankenhaus. Das ist das große Gebäude hier vorne. Ich wundere mich gerade selber, dass ich das alles noch weiß. So, und hier oben auf dem Dach. Komm schon. Da. Hä? Moment. Hier oben auf dem Dach gab es auf jeden Fall irgendwo was. Ach genau, hier oben links ist es. Dazu bräuchte ich allerdings einen Krankenwagen. Jetzt steht hier natürlich keiner rum. Doch. Da kommst du auch nicht so einfach hoch, aber mit einem kleinen Trick geht das schon. So, sollte reichen. Komm schon. Wenn nicht, dann packe ich das zweite Auto noch davor. Nee, das reicht eigentlich. Ja. Ha. So, dann nehmen wir den offiziellen Ausgang wieder. Die U-Bahn-Station kann ich mich gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht erinnern, deswegen gehen wir da direkt mal runter. Ja, da macht immer mal Sprünge, wenn man auf Treppen rennt. Die sehen auch alle gleich aus, die U-Bahn-Station. Da muss ich jetzt kurz mal schauen, wie das hier war. War natürlich auch klasse, wenn es hier noch eins gäbe. Könnt auch hier unten langlaufen, bringt nur nicht viel. Okay, das ist bloß eine kleine, die gibt es auch noch als größer, die Station. Hier ist nichts. Na gut, dann hauen wir wieder ab. Deswegen ist sie mir wahrscheinlich nicht wirklich in Erinnerung geblieben, weil hier einfach nichts zu finden war. Weiter geht's. Alter, die sind doch nicht ganz sauber. Ah, hier. Ich steige immer schon aus. Hier hoch geht's auch. Hier lag, glaube ich, kein Team, sondern irgendwas anderes. Ach ja, Drogen waren hier. Gut. Nur noch mal kurz. Abgecheckt. Ja, unser Auto brennt schon. So oft sollten wir uns jetzt nicht mehr treffen lassen. Wir fahren jetzt erstmal raus aus dem Gebiet. Gucken mal in unser neues Versteck rein. Passen auch drei Autos rein oder sogar vier, wenn man möchte. Nur verschwinden dann einige davon. So, Waffen nehmen wir nochmal mit. Das war früher immer so eine Runde. Bist hier angedüst gekommen. Sprint oder rutscht hier rein, driftest hier rein in die Garage. Machst nochmal einen kleinen Sprint um alle Waffen, dass du die nochmal aufnimmst. Und dann gehst hier rein und speicherst. Da dachte ich damals auch, oh geil, Alter, jetzt kommen wir hier noch in sein Apartment rein oder so. Nee, leider nicht. Ist auch egal, im Prinzip, ich muss auch ehrlich sagen, so schön wie es bei GTA 5 ist, mit den Wohnungen und so weiter, dass man da drin rumgucken kann und auch einiges damit anstellen kann, eigentlich bräuchte ich es überhaupt nicht. Ist natürlich nett, das mal zu machen, aber das mache ich ein, zwei Mal und dann war es das leider schon. So, hier rechts haben wir einen Park, da befinden sich 1, 2 oder 3... Eins unter irgendeiner Brücke. Verschwinde. Ja.
habe ich erst gehupt, als ich schon auf ihn drauf stand. War das hier links die Brücke gleich? Ja. Das hier soll übrigens den Central Park darstellen. Ist ein bisschen klein geraten. Aber verhältnismäßig zum Rest der Spielwelt ist es okay. So. Halt, warte mal, hier irgendwo in der Ecke lag noch eins rum. So eine Mauerecke. Jetzt sehe ich es nicht. Nee, okay, hier war es nicht. Doch, komm schon. Man könnte es auch von außen sehen, wenn man lang fährt, aber irgendwo? Bin ich mir eigentlich fast sicher. Lag hier noch eins an irgendeiner Ecke rum. Oder war das nochmal woanders? Hinten kommt nochmal der kleine Tümpel. Ach ne, warte mal, da hinten ist so ein Basketballplatz und da lag nochmal eins drauf, genau. Und hier ist auch nochmal so eine Aktion. Wenn man das Fahrzeug einsteigt, startet auch nochmal wie in Welt 1. Insel 1. Habe ich den Polizisten angeschubst. Auch nochmal so eine kleine Nebenmission, wo man so Checkpoints abfahren muss. So, 36 Päckchen, die 40 kriegen wir auf jeden Fall noch voll. Das machen wir jetzt auch noch. Weiter geht's. Gibt ja auch wieder so ein paar Stellen, wo man bestimmte Fahrzeuge braucht, um weiterzukommen. War wirklich keins in der Ecke. Na gut. Ne, halt. Sorry, verkehrt. Hier gibt es zwei von den Dingen, die man einfahren kann. Weg da. Ausgerechnet das eingefahren. Hier oben im zweiten Stock liegt auch noch mal eins rum. Hui. Nummer 37. Oh, mit dem Kopf durch die Wand. Beziehungsweise durch die Scheibe. Ist nicht so empfehlenswert. So. Oh, hier ist eine Cheetah. Ja, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Mein Lieblingsauto. Ja, du kannst gleich mitkommen, Baby. Achso, die ist gerade erschöpft vom Abhauen. Yeah, mein Lieblingsauto. Es gibt ja auch noch einen Infernus, der ist ein Mühl schneller. Aber ich finde, die lenkt sich noch mal ein bisschen direkter. So, hier hinten, das ist die Bibliothek. Zumindest wird die beim Taxifahren so ausgewiesen, wenn jemand hier hin möchte. Sieht ja auch ein bisschen danach aus. Und hier liegt auch noch mal eins. Hier gibt es auch einen richtig fiesen Monster-Stunt. Können wir eigentlich mitmachen? Vorausgesetzt, das Polizeiauto ist offen. Ja. Die können auch mal verschlossen sein. Nur mit dem kommen wir hier hinter und hier müsste dann links auch nochmal eins liegen. Tada! Ich hoffe, unsere Cheetah ist noch da, wenn wir wieder vorkommen. Und das 40. Päckchen, das holen wir jetzt an der ganz speziellen Stelle, die hatte ich mal erwähnt. Och nö, ist es weg oder was? Scheiße, unsere Cheetah ist weg. Nö. Hier lag doch auch noch irgendwo was rum. Hier ist auch noch... Ach, dann... Ach, verdammt, okay. Ich nehme das gleich mit. Dann ist das halt das 40. Das meine ich aber nicht. Schrotflinte. Jetzt geht's zum Casino. Das haben wir hier hinten. Hier links, das ist das Casino.
Das gehört, glaube ich, den Yakuza. Und hier oben ist eine Stelle. Da war ich so heiß drauf. Und wurde so enttäuscht. Tada! Ein Hubschrauber. Da hinten liegt das Päckchen. Und da habe ich wirklich das gesamte Spiel über gedacht, bis ich dann auch irgendwann mal die 100% habe. Ey, kommt schon Leute, schaltet mir den Hubschrauber frei. Aber leider ist es nur zur Zierde, beziehungsweise der hebt auch irgendwann mal in der Zwischensequenz noch ab, werden wir dann noch sehen. Aber leider können wir den hier noch nicht selber fliegen. Die kamen dann erst in Vice City dazu, die Hubschrauber. Auch hier die extremst realistischen Lichtstrahler. Leider können wir damit echt nichts machen. Können wir da hochspringen? Können wir das wenigstens mal probieren? Ne, geht auch nicht. Schade. Damit können wir leider echt nichts anfangen. Hier ist, glaube ich, um die Ecke noch ein Autohaus. Da können wir auch noch mal hinschauen. Schade, ich wollte eigentlich mit der Cheetah zurück ins Versteck. Und die dort erstmal einlagern als geparktes Fahrzeug. Genau hier. Boah, das war aber mächtig schräg gesprungen. Sowas Blödes. Was haben wir denn hier? Banshee. Nehmen wir die mit Dach. Sind das die gleichen Autos? Nee. Das ist die Yakuza. Auch eine geile Sache. Fährt sich ähnlich wie die Banshee. Ist, glaube ich, noch mal ein Tick, auch nochmal einen Ticken schneller. Drehen wir noch eine kleine Ehrenrunde. Oder, ne, wisst ihr, was wir machen? Wir werden jetzt eh gesucht. Wir probieren mal den einen Monster-Stunt, der richtig schön kacke ist. Weiß nicht, ob das Fahrzeug dafür ausreichend ist. Da müssen wir erstmal hier hoch. Ach, nee, Quatsch. Das war von der anderen Seite. Müssen wir hier drüben hoch, dann zwischen die beiden Bäume durch. Vorher allerdings aufpassen, dass mir hier nicht runterfällt. So, hier müssen wir jetzt hoch. Das war schon immer ein kleiner Akt, wenn man da runterfällt, dann darf man noch einen relativ großen Umweg fahren. Jetzt halt mit Vollspeed hier runter und hoffen, dass man da keinen Baum mitnimmt und dann noch relativ gerade rüberkommt. Schauen wir mal, wäre natürlich geil, wenn das der erste auch funktionierende Monster-Stunt wäre. Ah, da rasten wir am Schild ein. Hat's gereicht? Ja! Es gibt sogar $5000 dafür. Ja, da haben wir den ersten Monster-Stunt. Super. Stand da auch da von wie viel? Oder stand da nur da Monster-Stunt 1? Das konnte ich jetzt so schnell nicht lesen. Hab mich gefreut, dass es geklappt hat. Ah, hier gibt's auch überall noch Päckchen. Hier oben auch, das nehmen wir direkt mit. Man hat es gerade gesehen. Findige Augen werden es bemerkt haben. Tada! Nochmal auf einem Übergang. Das hat für mich persönlich immer sehr, sehr den Reiz an GTA ausgemacht. Das ganze Zeug finden, das Rumsuchen. Es gab halt ein... Halt! Halt! Du sitzt in meinem neuen Auto. Es gab halt damals keine großartigen Guides. Irgendwann mal in einem Magazin oder so könnte man das finden. Später dann, wo die ganzen Päckchen und Monster Stunts und so weiter versteckt sind. Ah, da links wäre auch noch mal eins, holen wir später. Aber... Na, hier sind auch überall welche. Mann, ich würde am liebsten gleich alle mitnehmen. Nee, aber man müsste halt selber suchen. Ich weiß es echt noch, das gibt's doch gar nicht. Alter Schwede. 43. Bei der Feuerwehr liegt auch noch eins rum. Hätten wir vorhin eigentlich mitnehmen können. Hier oben links geht es auch noch mal runter zu einem Bootsteg. Ah, hier rechts haben wir eine Kirche. Das haben wir gerade eingesackt. Warte mal, hier hinten ist ein eine kleine Grabstätte. Lag hier auch noch was rum? Ne, hier dachte ich auch mal, hier kommt bestimmt mal noch irgendwas. Können wir hier irgendwas ablesen vielleicht? Irgendein Easter Egg.
schade. Das war auch eine der Stellen, die ich beim Suchen des 100. Päckchens bestimmt mehrmals abgelaufen bin, obwohl halt, man weiß, da ist nichts, aber man denkt sich, Alter, wo ist das Letzte? Du Sacksicht. Auch ein geil verstecktes Päckchen werden wir dann sehen, wenn wir rüber in die auf die dritte Insel kommen. Wir nehmen jetzt hier drüben noch eins mit. Ich hoffe, die Cheetah bleibt dafür heil. Dann müssen wir hier rüber aufs Dach aussteigen, rumdrehen und das Ding mitnehmen. Eigentlich einfach, wenn man weiß, wie man hochkommt. Ich hatte das auch irgendwann mal entdeckt, als ich hier unten vorbeigefahren bin. Und dachte mir, hä? Wie zur Hölle soll ich denn da hochkommen? Das geht auch mit dem Krankenwagen. Wenn man den hier so vorstellt, wie an der Krankenstation vorhin, als ich das gezeigt habe, das funktioniert hier an der Stelle auch. So. Ja. Geil. Unsere Cheetah, die wird natürlich rückwärts eingeparkt. Die wird natürlich rückwärts eingeparkt. So. Geile Sache. Nehmen wir nochmal unsere Schrotflinte mit, die wir jetzt durch das 40. Päckchen freigeschaltet haben. Und dann würde ich sagen, das war es erstmal wieder von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.